Good morning in the morning. Wir sind in Dubai. Gestern stand ich noch vor dem Hollywood-Sign und heute kann ich einfach auch Dubai in Skyline sehen. Das ist viel zu krass, ey. Ja, Mann. Und normalerweise kommen wir immer am gleichen Tag an, wie der Auftritt ist. Aber heute sind wir einen Tag früher. Das heißt, wir haben heute einen Tag frei in Dubai. Und das ist ziemlich cool, weil ich weiß nicht, Dubai ist so eine Stadt, wo ich niemals alleine hinreisen würde. Aber jetzt ist man hier halt, ne? Und Dubai ist halt auch krass. Deswegen, jetzt geht's breakfasten und dann gucken wir mal, was der Tag so bringt. Alter, kann's keinem erzählen, dass wir hier sitzen mit der Aussicht und jetzt hier arbeiten. Can't tell that one English. Ich suche hier die Buggies aus. Buggies! Das ist so geil. Ich stelle noch so einen kleinen Kühlschrank mit Kuba drin. Das wäre geil. Ist das der, ja? Ja, das ist der beste, den die haben hier. Guck dir das mal an. Hier. Zack. Monster Experience. Gepostet ohne. Da ist so kann man dingen. What if you did it? What if you actually did it? How do you think you'd feel? I mean, just for a minute, think about what your life would look like if you hit every goal that you have. Ich komm so hardcore nicht drauf klar, was hier abgeht. Back in the hotel. Party war lit. Und es ist jetzt 5 Uhr morgens, wird geeditet und dann einfach straight zum Frühstück. Ihr wisst nicht, Frühstück direkt nach dem Arbeiten ist einfach das Geilste ever. Alter, heute war so ein cracker Tag. Richtig geil, ey. Wir haben gefuttert, wir haben gechillt, gearbeitet, wir sind im Sandbuggy rumgefahren. Es war eine richtig nice Party. Was ist das für ein Life? Geil. Sehr, sehr schön. Schön. Es gibt einfach eine komplette Etage für die Business Lounge. Wie krass einfach, dass ich hier rumlaufen darf. Und jetzt geht's nach Beirut. Beste Leben. Ich schwöre, es ist richtig geil. Mit dem Meer, ey. Mega schön, richtig geile Luft. Ich vermisse das Meer. Ich weiß nicht, wie viele Gigs ich in Folge schon unterwegs bin. Auf jeden Fall so 3 Wochen oder sowas. Es wird langsam schon anstrengend. Ich sag's euch. Und immer, wenn man so aufwacht, ist man halt so ein bisschen verstrahlt. Wenn man nicht natürlich komplett ausschläft. Dann wacht man auf, fragt sich erstmal, wo man ist. Puh. Und dann realisiert man so Stück für Stück, wo man ist, was gerade so abgeht. Und dann ist immer so die halbe Stunde, wenn man so mitten in der Nacht aufsteht, bevor man losgeht. So. Alter. Puh. Und sie setzt mich dann auch immer in so 10 Minuten so auf den Stuhl, guckt so die Wand an und denke so, Alter. Crank. Geil, oder? Mega. Oh.